Affen gewünscht, liebe Freunde. Jetzt macht der da rein. Affen gewünscht, liebe Freunde. Es ist wieder soweit. Diddy Kong Racing Blind wird gespielt. Das geht nur einmal im Leben. Und ja, damit das auch, ja, Cornel wollte nicht, Leute. Jetzt muss ich das wieder machen. Aber ja, das ist nicht schlimm. Leute, ich würde voll gerne eigentlich spielen, aber da müsste ich halt auch noch mehr Arbeit reinstecken. Das will kein Mensch. Und seien wir ehrlich, das ist ja auch Wollos Kanal. Das stimmt. Da will man auch den Wollo spielen sehen. Das sagst du jetzt so. Das sagst du jetzt so. Ne? Ich hab heute stabilen Hate gesehen, Cornel. Warum? Ne, ich sag mal so, ich habe mir heute ein Streamview die angeguckt, ne? Von jemandem. Ja. Und da wurde dann gesagt, er sagte dann so, ja, ich hatte Wollo dann noch heute nach einem Race gefragt. Und er sagte, nö, ich mache heute Reaction-Content. Da wurde sich dann erstmal drüber aufgeregt, so ein bisschen. Okay, weil die Person denn? Hä? Kenne ich die Person? Ja, das spielt jetzt keine Rolle. Spielt keine Rolle jetzt dafür. Auf jeden Fall wurde dann so gesagt, ja, der wollte das wohl für YouTube dann auch hochladen. Und dann wurde auch noch gesagt, ja, das lohnt sich doch gar nicht. Da ist ein Cornel, ja, ohne Cornel lohnt sich das doch gar nicht. Oh. Ja, ist für dich natürlich jetzt toll, das zu hören, ne? Aber für mich war das natürlich wieder stabiler Hasskommentar. Hetze. Hetze! Ich sage Hetze dazu. So. Ja, ist auch Schwachsinn. So, ne? Also wie gesagt. Vor allen Dingen, jetzt sind die Reactions ja auch auf dem Markt und die liefen ja ganz gut. Ja, auf jeden Fall. Und auch das Mario Kart Wii am Morgen lief auch sehr gut. War ja auch ohne dich. Also es ist ja jetzt gar nicht so, dass es gar nicht funktioniert, ne? Und ich bin ja auch sehr interessiert daran, dass der Wollo auch ohne mich Sachen macht, weil, ne, vielleicht sterbe ich morgen am Herzinfarkt, dann muss der Wollo ja trotzdem überleben. Eben. So, ihr dürft halt nicht immer davon ausgehen, ne, das ist hier halt nicht. Der wiegt über 200 Kilo, Leute, und das nicht erst seit heute. Das wisst ihr, ne? Überlegt mal, denkt einfach mal drüber nach. Das ist. So ist das. Deswegen. Meine Mutter würde sagen, der kriegt 1000 Euro, wenn er 15 Kilo abnimmt. Das Junge, meine Mutter das sagen. Big Mac React Video hat auch 2700 Aufrufe, richtig stark. Ey, Leute hatten Bock auf den Big Mac. Die Reaction auf diesen anderen Big Mac YouTuber aber auch, die lief genauso gut. Also der Big Mac hat gezogen. Du hast noch ein Big Mac Video gehabt? Ein Reaction Video. Da hatte jemand anders den Big Mac getestet. Das hat auch irgendwie 2500 oder so. Oder 2000, noch was Aufrufe. Kam am gleichen Tag. So. Tatsächlich. Das war der Big Mac-Tag auf Follow You. Nein, ja, das meinte ich doch. Das ist 2700 Aufrufe. Ach so, ja. Nein, ich meinte nicht, dass unser Louis You-Video. Ach so. Das meinte ich nicht. Ach so, ja. Ich meinte das Reaction-Video. Und auch 1700, du. Das ist ja generell auch so eine gute Richtung für dich, vielleicht. Reactions, auch so Essenssachen. Ne? Ja, ich hatte gerade im Stream schon gesagt, Leute, ich möchte nicht. Also, das waren Vorschläge von Leuten, unter anderem. Und dann habe ich auch gesehen, alle haben nur was mit Essen vorgeschlagen. Dann habe ich so, oh Leute, das muss ja nicht nur mit Essen sein. Auch ja, aber du bist halt ein Connoisseur, ne? Was du ja, aber ich will nicht. Du bist der Experte, den die Leute brauchen. Das ist halt das los als BMI 50 Plus Profi, ne? Ja. Das ist so. Übrigens, auf Twitter hat jemand uns geschrieben, hast du das gesehen? Habe ich gesehen, ja. Ich habe geantwortet, hast du das auch gesehen? Habe ich auch gesehen, musste ich lachen. Ja, also aber der Razer hat uns gefragt, was muss ich tun für eine Collab mit euch beiden? Und da ist die Antwort natürlich relativ klar, ne? BMI 50 Plus vorher ist da nicht viel möglich. Nee. Aber um da auch mal ernsthaft drauf zu antworten, ne, es ehrt uns natürlich sehr, aber ihr müsst halt auch verstehen, wir sind beide sehr fett. Und dass wir uns hier überhaupt morgens treffen und zusammen ein Video machen, ist schon sehr viel Stress für uns. Tatsächlich. Wobei, momentan geht's eigentlich bei mir. Also, ja, bei mir auch. Ich stehe immer früh auf und so. Das ist ja. Nein, es geht, aber ne, wir sind halt, was ihr wisst ja, ne, wir gehen nicht am Briefkasten. Ich schon. Wir verstecken uns unterm Bett. Also, ich gehe an Briefkasten. Ich möchte mir nicht sagen lassen. Aber es kann auch mal sein, dass ich mal anderthalb Wochen nicht an Briefkasten gehe. Oder ach so, ja. Gut, ich gehe auch manchmal am Briefkasten. Wenn die Sachen oben rausgucken, nee, dann. Nee, das war es jetzt schon vorher. Aber ich denke mir dann, irgendwann kommt auch dieser Punkt und jetzt, wo wir gerade drüber reden, denke ich mir auch so, ich gehe heute mal lieber wieder ran. So, man will es ja auch wissen. Irgendwann. Ja. Also ich zumindest. Ich habe erst Donnerstag. Ja, oder Freitag oder Samstag habe ich erst den Briefkasten geleert. Bruder, ich gehe doch heute nicht.
Da kann gar nichts sein. Das ist es nein, nämlich, weil wenn da was ist, dann hat man immer mindestens eine 2-Wochen-Frist oder so. Deswegen ja. Wäre es immer so gut, wenn man alle 2 Wochen mal geht, dann kann man gerade noch so sagen, oh scheiße, heute ist letzter Tag von der Frist. Aber ich hab's heute erst gesehen. ja, stimmt. Aber deswegen, ne, das ist halt so die Sache und seien wir mal ganz ehrlich, wenn man jetzt ohne vorher auch mal zu schnacken und so jetzt in einen Part reingeht, zu dritt dann auch, das ist irgendwie komisch. Also das geht auf jeden Fall eher zu dritt. Wie zu zweit. Ja, das stimmt, ja. Zu zweit noch schlimmer. So am besten irgendwie völlig fremder. Aber ja, ist natürlich schwierig, ne? Wir sind sehr beschäftigt auch. Wir müssen auch jetzt einfach mal sagen, auch von meiner Seite auch, ne? Jetzt kommt wieder, oh, der ist so ein Arsch, ne? So arrogant. Aber ich habe jetzt auch gar kein großes Interesse daran, mit irgendjemandem hier noch zusätzlich was zu maken. Ja, wenn der nicht sowieso schon in meinem Dunstkreis ist, sage ich mal. Ja. Und ich die Leute gut kenne. Genau. Deswegen schwierig, sag ich mal, ne? Sag niemals nie, aber... Ja, genau. Niemals nie, aber erstmal grundsätzlich... Erst mal die eigene Legacy muss auch aufgebaut werden, Razer, ne? Ich habe schon gesehen, hast du jetzt vor 11 Tagen wieder angefangen. Ist auch ein bisschen, ne? Wir sind schon seit einem Monat wieder dabei. Ja, da muss er erstmal hinkommen. Ja, genau. Zeig erstmal, dass du durchziehen kannst. Ihr könnt natürlich auch gerne mal beim Razer vorbeigucken. Der schreibt bestimmt jetzt einen Kommentar. Ja, klar. Dann findet ihr den irgendwo. Da habe ich nie Probleme mit, ne? Leuten einen kleinen Shoutout zu geben oder so. Ja, das ist immer... Das müssen wir natürlich nur wissen. Da müsste man wissen. Ja, wie der Bruder heißt, ne? Razer. Ja, klar, auf YouTube. Jetzt auch nicht hier der große Razer-Partner. Ich rede jetzt mal was anderes. Nee, da soll ein Kommentar schreiben, klickt da drauf. Genau. Mit ein bisschen Glück, wenn ich sehe, pinne ich den vielleicht an. Naja, jetzt übertreibe ich. Ja, das, ne, erhoffst du dir nicht. Der hat ein BMI von unter 30. Digga, wieso reden wir darüber? Wieso reden wir darüber? Wenn ihr auf seinen Kanal geht, hatet ihn. So, machen wir weiter. Ja. Was soll ich jetzt sagen? Ich muss beichten. Ah, Cornel, ich hab dir doch so mit Engelszungen zugeredet, dass du das nicht machen sollst. Also, um es ganz kurz anzureißen, ich will jetzt gar nicht so viel darüber reden, aber ich habe ja meinen anderen Kanal und da gibt es so ein bisschen Probleme und dann. Diese Probleme haben mich ein bisschen außer Bahn geworfen. Ja, emotional. Das kann man schon grundsätzlich verstehen, aber dass du da wieder, da darfst da nicht so drauf reagieren. Das ist natürlich jetzt witzig für uns alle, aber. Ja, und ich habe dann gestern, probiert, ne, irgendwie standhaft zu sein und so. Aber gestern hat es mich dann einfach zerrissen und ich habe gestern gegessen. Wie so ein rückfälliger Alkoholiker, ne? Ja, ist so. Er hat sich den Whisky gegönnt, die ganze Flasche geäxt wahrscheinlich. Ich hätte reingehauen in Alkohol, wenn ich Alkoholiker gewesen wäre. Boah, nee, aber ist auch richtig kacke so. Und ich bin auch aufgewacht, hatte richtig Magenschmerzen und so. Ups. Ne, richtig Körper komplett am Rebellieren, richtig am Angst schieben. Und, Was hast du denn gemacht? Also, wie hart hast du denn reingeschissen? Nein, das war noch bevor ich gegessen habe. Ich bin schon mit meinem Essen aufgewacht. Ja, ist ja richtig auf die Züge geschlagen, dass sogar dein Bauch nie wehgetan hat. Ja, richtig krass. Wild. Wir haben ja heute Mittwoch, ne? Ja. Ich habe Montag um 21 Uhr oder so diese Nachricht bekommen auf meinem Kanal, dass ich habe halt einen Zweig bekommen. Ja, ich wollte gerade sagen, sprichst du einfach aus. Genau, ich habe halt einen Zweig bekommen und das ist halt jetzt in Erklärung alles, bla bla bla. Ja, auf jeden Fall, ne, ist natürlich erstmal ein Rückschlag. Man denkt sich so, scheiße, ne, vielleicht, ne, hoffentlich geht da nicht noch mehr schief. Und, also jetzt im ersten Moment ist es natürlich auch nicht so schlimm, aber man macht sich natürlich Gedanken. Dann bin ich ins Bett, konnte natürlich nicht schlafen, hatte eine richtig kacke Nacht, dann bin ich aufgewacht, hatte Magenschmerzen. Und gestern, da bin ich halt so gar nicht drauf klargekommen, war richtig die ganze Zeit nervös und so. Ja, und dann habe ich es nicht ausgehalten und dann habe ich mir, erstmal einen Twix genommen und dann dachte mir, komm, ein Twix und 2 Wassereis. Das war ja kein Twix, da müssen wir kurz reingefallen. Die Leute wollen Produkte, wie wir vom Raider kommen. Wie hat's geschmeckt? Das war ein Raider. Ich habe meine Altersvorsorge jetzt aufgegessen. War lecker? Ne? War sehr lecker, ne? Besser als ein Twix. Ja, man hat so ein bisschen auch die. Man hat so ein bisschen die Erfahrung geschmeckt, ne? Das war schon wie so man ein denkt Teil auch dabei. So, das schmeckt so. Früher, da durfte ja noch alles rein, ne? Da gab es das Reinheitsgebot für Süßigkeiten.
Noch nicht. Da war ein Raider Jahrgang 1985. Boah, das sind die Besten. Das hat man gerochen, ne? War sehr gut. Nee, und dann habe ich angefangen mit einem Raider und zwei Wassereis und dachte mir so, okay, mal gucken. Dann wofür die Reise hin? Dann war ich die ganze Zeit nur auf dem Sofa, hab geweint und dachte, nein. Ich hab nicht geweint, aber ne, man hockt auf dem Sofa, guckt die Wand an, guckt irgendwelche YouTube-Videos an, denkt sich, man nervt mich alles und alles war kacke an dem Tag. So ein Tag, ne, heute ist alles kacke, man kennt es ja. Ja, ja, klar. Das und ich habe halt auch nichts auf die Reihe bekommen, nicht gearbeitet, nichts dies, nichts das, bla, alles kacke. Und dann habe ich mir noch einen Raider gegessen und dann dachte ich mir so, gut, dann esse ich jetzt die Pringles, was soll's. Habe ich mir eine halbe Packung Pringles reingehauen, dann habe ich noch mehr Raider gegessen. Dann dachte ich mir so, ja, kochen kann ich heute nicht, ist unmöglich. Dann habe ich mir einen Döner bestellt, einen Lachmacun und einen Döner nur mit Fleisch. Ich dachte, für Wollo mache ich mal wieder, gehe ich mal wieder in die Lore. Bin jetzt schon wieder sauer. Einfach nur, ich wollte mal wieder in die Lore, ne? Hatte ich schon lange nicht mehr. Dachte ich, ich komme rein da. Ja, das waren dann so die, ja, das. Und dann habe ich die Pringles gegessen. Dann habe ich, wie gesagt, die Packung Twix gegessen und den Döner, den anderen Döner und ein Lachmacun. Das war mein Tag gestern. Alles mit Magenschmerzen. Dann ins Bett, noch mehr Magenschmerzen. Ja, mit Magenschmerzen frisst du den Scheiß. Was ist denn los mit dir? Das kann doch nicht dein Ernst dann sein. Ins Bett, noch mehr Magenschmerzen, dann die Nacht nicht schlafen können. Dünnschiss des Todes. Oh, das war richtig dumm. Ja. Aber jetzt bin ich aufgestanden, bin duschen gegangen, ne, sitze jetzt hier frisch geduscht, Wollo. Wirkst auch heute viel frischer und besser, muss jetzt ich sagen. Jetzt geht mir schon wieder besser, ja. Das und merkt man auch. Jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, natürlich ist es doof, dass ich jetzt wieder gegessen habe und so, bla bla. Aber das große Problem oder die große Sache ist ja nicht, dieser eine Tag ist ja nicht so schlimm. Schlimm wäre es nur, wenn ich jetzt jeden Tag wieder so weitermache. Und das muss ich jetzt natürlich probieren, das nicht zuzulassen. Ne? Das heißt, ich habe immer noch meine Haribo hier und immer noch meine 300 Gramm Milka-Schokolade. Die probiere ich natürlich nicht zu essen. Und ja, wenn man mal so einen Ausflug hat, dann ist es ja auch nicht so schlimm. Ja klar, mal ist erlaubt, aber vorne, ne, reißt. Aber nicht. Ist natürlich, muss ich jetzt aufpassen, ne, dass ich nicht wieder jeden Tag reinhämmer. Das ist ganz klar, ne? Man kennt das ja. Dann fängt man einmal an und dann sagt man sich wieder, ja gut, komm, dann ein zweiter Tag ist jetzt auch nicht so schlimm. Und dann denkt man sich so, ja, nächste Woche mache ich wieder richtig, ne? Kennt man ja. Ich glaube, ich bin geheilt tatsächlich. Also ich glaube, ich bin in dem Bereich geheilt. Wirklich. Also seitdem ich nicht mehr trinke, ist das wirklich so, dass ich geheilt bin. Wollo der Alkoholiker. Ja, das ist ja fast so, ne? Vielleicht wäre Alkohol besser gewesen auf Dauer. Wollo der Zuckerholiker. Wie gesagt, ich trinke nur noch die eine Sache da immer und ja, ich sag dir gut. Auch ganz ehrlich, ich habe das jetzt gestern auch ein bisschen gebraucht, ne, einfach mal wieder so ein bisschen einfach die Psyche versuchen zu beruhigen. Aber ich sag dir auch ganz ehrlich, ich bin jetzt heute nicht so, dass ich mir denke, boah, ich muss jetzt gleich einkaufen. Ich meine, ich müsste nicht einkaufen, ich habe ja noch Sachen hier. Aber ich bin jetzt nicht so in dem Modus, ich mir denke, boah, ich muss jetzt gleich einkaufen und mir wieder Essen kaufen. So, nee, ich mache mir heute gebratene Nudeln mit Ei. Vielleicht gehe ich gleich einkaufen für Getränke oder so, mal gucken. Ne, aber jetzt nicht im Sinne von, ich kaufe mir jetzt nochmal Süßigkeiten. Ich denke, ich habe das im Griff, aber natürlich muss man aufpassen, wenn man wieder rückfällig geworden ist. Ne? Das ist ganz klar. Ja, ja. Aber wenn es jetzt dabei bleibt, ne, wie gesagt, alle zwei, drei Wochen mal so ein Tag, wo man reinkackt, ist jetzt nicht das große Problem. Ne, das Problem ist eher, wenn man das halt wieder täglich macht. Naja. Also ich traue mich nicht. Sag ich dir, wie es ist. Also ich traue mich nicht so richtig wieder. Also wenn ich jetzt so einen Tag machen würde, ja. Bei mir hat es auch noch andere Gründe, muss ich sagen. Wenn ich jetzt so einen Tag machen würde, wo ich jetzt den ganzen Tag nur so Krams saufen würde, erstmal wäre ich wieder voll süchtig. Ja, dann, ich glaube auch. Das ist Punkt 1. Ich glaube, das schlimmer. Ja, ich kann die Süßigkeit nicht so einschätzen, weil die ich wollte auch gerade sagen, das ist auch Schwachsinn, weil früher habe ich immer wieder, wenn ich rückfällig geworden bin, dann wieder angefangen, jeden Tag zu fressen. Also früher hätte ich dann auch wieder. Man findet ja immer so Ausreden im Kopf. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist. Ne? Aber früher hätte ich jetzt wieder gesagt so, oh, scheiße, reingekackt. Nächste Woche mache ich weiter. Und dann hätte ich jetzt bis nächste Woche wieder gefressen. Und dann hätte man immer und immer wieder eine Ausrede gefunden. So war das bei mir halt immer. Ne? Mhm. Immer wenn man so von diesem perfekten Weg abgekommen ist,
dann hat man immer so sich sofort angelogen. Ah ja, dann übermorgen fange ich wieder an. Dann hau ich jetzt nochmal rein, dann mache ich es jetzt nochmal und dann holt die Junge so dumm, ne? Ja, bei mir hat es aber auch dann wieder noch das Diabetes-Ding, wo ich mir dann denke, da sind meine Augen dann wieder so, die waren sowieso gestern schon wieder so mega scheiße. Also ja, vielleicht liegt es doch nicht an Diabetes, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch eine Bindehautentzündung, die ich mir immer wiederhole. Keine Ahnung. Aber das ist dann ja auch nochmal so ein Problem, dass dann nochmal hinzukommt. Da habe ich eigentlich auch. Ich habe da keinen Bock mehr drauf, ne? Das nervt alles nur noch. Ich meine, vorher war es geil, ne? Die ganze andere Zeit. Da war es ein einziger Genuss. Aber jetzt, ey, nee, bitte nicht. Nee, nee. Ich will normal leben. Ja, das denke ich mir auch. Deswegen, ich will auch nicht wieder zurück. Und vor allen Dingen, ich schaff's auch momentan, in die zweite Etage vernünftig hochzukommen. Oh, stark. Also, was heißt vernünftig? Ich bin danach schon ein bisschen außer Atem, ne? Ja, natürlich pumpe ich ein bisschen, aber ja, das ist nicht, ja, mal, nicht im Ansatz so schlimm wie vorher. Ja. Deswegen, das ist jetzt. Ich gehe jetzt einen besseren Weg, Leute. Es ist einfach Fakt. Da sind ja an Fakten, es wäre jetzt der bessere Weg gegangen. Ne, der Weg ist ja auch nach Madeira ist weit. Boah, und den kannst du mit 160 Kilo beziehungsweise 200 Kilo kannst du den nicht machen. Nee. Das ist einfach zu schwierig. Dafür fehlt uns Jesus im Herzen. Der fehlt mir sowieso. Jebus. Ach ready. Ja. Aber das Gute ist ja, selbst wenn ich jetzt komplett reinkacken würde und wieder jeden Tag fritzen würde, ich würde es euch ja erzählen. Ne? Das ist ja das. Immerhin ist es Content. Ne, immerhin. Das schlauer wäre es aber tatsächlich, Korn. Ich sage, wenn du richtig Content daraus machen wollen würdest, ne, es gab auch diesen Typen, der ist damit. Du könntest theoretisch damit auch reich werden. Ja, aber das. Wenn du das einfach nicht immer streamen würdest, wie du diese Fressattacken hättest und alles im Stream essen würdest. Ja, aber das funktioniert nicht, weil, wichtiger Unterschied, ne? Das wäre dann ja Arbeit und würde nicht mehr den Sinn erfüllen, wofür ich dann fresse. Ja. Und dann versaut man sich das private Essen. Ja, nee, das macht dann keinen Spaß mehr. Deswegen, das ist auch bei den Wettess-Videos und so die Sache, ne? Die Leute haben gesagt, oh, Korn, immer große Fresse und dann hat er es nicht geschafft und so. Aber es macht tatsächlich einen Unterschied, ob du frisst vorm Fernseher, weil du dich ja gerade vollfressen willst und weil du so deiner Sucht nachgehst und dabei irgendwelche coolen Sachen guckst und dir denkst so, boah, ist das Leben geil. Oder ob eine Kamera auf dich gerichtet ist und die alle sagen so, du musst jetzt in diesem Moment und du denkst so, Bruder, ey, Köln 5667 kommt noch nicht. So, das ist halt ein Unterschied. Ne? Das ist halt ein großer Unterschied. Das ist es. Da gebe ich dir tatsächlich recht. Also, ja. So, das heißt, wenn ihr mich richtig fressen sehen wollt, müsste ich halt ins Big Brother Haus oder so. Ne? Da, vielleicht könntest du da auch dann nicht vernünftig fressen, weil du denken würdest, ja, scheiße, hier muss ich auch Content machen eigentlich. Man müsste da mal so einen Stream machen, wo man dann Reactions macht auf irgendwelche Dinge, die man gerne guckt. Und dann so in so einem Stream mal so mal die 5 Stunden durchfressen. Das könnte man mal machen. Sämtliche Reaction-Streamer essen doch immer. Wenn ich das so sehe, ist immer am Essen dabei. Ist ja normal. Das würde mir aber auch keinen Spaß dann machen. Vor allem, wenn ich dann ständig beim Essen reden soll, bockt ja überhaupt nicht. So, keine Ahnung. Müsste das halt probieren. Versteckte Kamera, wenn ich es mal machen. Versteckte Kamera. Deswegen, also. Ja, weil 10 Cheeseburger essen innerhalb von einem Video, wo du ja auch immer denkst, so, ich muss mich jetzt beeilen, ich will jetzt, dass das Video vorbei ist, ne? Oder ob du auf dem Sofa sitzt, ne, und du guckst dir irgendwie 45 Minuten lang die neue Folge Köln an und isst dabei 10 Cheeseburger auf locker angespannt. Wir alle relaten, ne? Alle sitzen da immer. Ich gucke ja keinen Köln mehr. Ah, du bist der einzige Freund. Wir alle anderen gucken noch. Ja, das ist auch gut, aber ich habe tatsächlich aufgehört und ich habe damit auch aufgehört, unter uns zu gucken. Ich bin immer wieder am Überlegen, ob ich mal wieder reinsteppe. Musst du nicht. Aber Köln momentan hat so mich scheiße verloren. Ja, Köln hat mich. Die haben ja Content geändert und es ist so kacke geworden. Ja. Junge. Komplett scheiße jetzt. Ja. War mal geil, ne? Aber, ja, früher war Köln richtig geil. Ja, beste Leben. Aber naja. Die Zeiten ändern sich, ne? Die Zeiten ändern dich. Zeiten ändern dich, ja. Das ist ja auch wirklich wahr. Das ist auch wirklich sehr, sehr, sehr wahr. Ja. Guck dir mal alte Videos von dir an, Korn, wirst du denken, Alter. Boah, Wer ist das? Ich hab bei dir im Video kurz meinen Yoshi's Island Part gesehen und da hatte richtig Bock.
Ja, aber ein Video. Aber dachtest du dir, das bist noch du? Ja, klar, ich habe da über ein Thema geredet, wo ich konnte ich sofort relaten. Worüber habe ich nochmal geredet? Das war richtig gut. Über das Schule, war Schule, wenn man krank zu Hause ist, genau. Ah, ja, genau. War ein richtig gutes Thema. Ja, zu der Junge. Zeit vor allen Dingen, da waren ja auch noch, auch noch mehr Schüler so, die ja. Zuschauerschaft. Ja, aber auch jeder so kann damit relaten, jeder aus unserer Zeit. Jeder kennt das, man simuliert, dass man krank ist. Und dann sagt die Mama so, okay, aber der Fernseher bleibt aus, du musst im Bett liegen bleiben und dich langweilen. Und dann denkst du dir, genau, wenn du nicht zur Schule gehen kannst, dann ist dir auch zu schlecht zum Fernsehen gucken. Genau, und du denkst dir, Mama, bist du dumm? Was ist los? Und dann ist das so die ersten Stunden noch nett, wenn du in deinem Bett liegst und irgendwann kommt dann diese Uhrzeit, wo du auf die Uhr guckst und dir denkst, scheiße, jetzt haben alle schulfrei. Jetzt können alle coole Dinge machen und ich kann nichts machen und muss hier Also ich durfte dann irgendwann Fernsehen gucken. Nee. So hardcore waren meine Eltern dann nicht drauf. Ja, meine schon. Krass, was hast du für eine Kindheit gehabt, ey. Ja, dann sag ich dir, Hölle. Auf Erden, ja, glaube ich. Spaß, durfte keinen Fernsehen gucken. Meine Kindheit war erste Sahne. Aber also ich muss auch sagen, also simuliert zu Hause bleiben konnte ich eigentlich nie. Boah, ja, ich... Meine Mutter hat es mir eigentlich nie geglaubt, ne? Ich bin dann immer auf Klo gegangen und habe dann Finger in den Hals gesteckt, ne? Das hast du gemacht? Ja, natürlich. Aber selbst das hat nicht gezogen, Conny. Und das Schlafzimmer ist neben dir, die das gehört. Die hat dann nur gesagt, ja, brauchst gar nicht so tun. Und dann musste ich zur Schule. Meine Mutter, egal wie schlecht es mir ging, ja. Meine Mutter hat immer gesagt, du gehst jetzt in die Schule und wenn es so schlimm ist, dann schicken deine Lehrer dich schon nach Hause. Okay, das haben sie nicht. Also wenn ich wirklich richtig, Fieber nee, und so. Die kamen dann auch immer so auf unterschwellig, weißt du, so von wegen, du gehst jetzt in die Schule, so schlimm kann es nicht sein. Dein Vater geht auch jedes Mal arbeiten, wenn es dem nicht gut geht. Und der steht da und in der Hitze und schmiedet. Und dann denkst du so, ja, aber ich muss in die Schule, das ist schlimmer als 8 Stunden lang. Ja, genau, denkt man so. Körperlich, ne? Arbeiten. Ach Gott, Junge. Man hat 6 Stunden Schule, Alter, schlimmste was auf der Welt. 6,45 Minuten Stunden. Und Junge. Man denkt einfach, es ist das Schlimmste, was einem jemals passieren kann. Ja. Da wussten wir nicht, dass wir irgendwann mal da sitzen müssen und morgens 30 Minuten Diddy Kong Racing spielen müssen. Wenn ich das gewusst hätte. Also eigentlich haben wir schon ein gutes Leben. Ja, geht. Ich muss noch mehr heute machen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich muss heute noch mehr machen. Gar keinen Bock. Ich auch. Ich muss gleich einen Frauentauschpart schneiden. Ah. Ne, für jemand anderen und dann... mal gucken. Ja, ich muss noch Spiele trainieren, auf die ich keine Lust habe. Das kennst du ja auch vielleicht noch, ne? Ja, das ist richtig das kacke. Das ist kacke. Wobei ich ja immer gewonnen habe, also war eigentlich schon ganz nice. Ja, warum hast du denn gewonnen, ne? Ja, weil ich der Beste bin. Ja, weil ich dich da durchgedoppelt habe. Durch gewisse Spiele. Hätte ich das nicht gemacht, hättest du verloren. Nur um das mal klarzustellen. Naja, es ist ja schon fair, wenn man so spezielle Aufgaben macht, wie durch Zelda irgendwelche Sachen einsammeln, dass man da ein Tutorial bekommt. Ja, dann guckt man von irgendeinem den Stream und dann spielt man, dann versucht man das nachzuspielen. In einer großen 3D-Welt soll ich ein Let's Play gucken? Nein, den Stream von jemandem, der das geübt hat und dann versucht man das nachzuspielen. Ja, das habe ich doch im Grunde gemacht. Du hast mir halt deine Datei da gegeben. Ich bin das mit dir durchgegangen. Komplett. Ja, du hast einmal erklärt die Datei. Ja, du hattest so eine Datei, wo dein Video. Ja, und während du das gespielt hast, habe ich dir das einmal komplett durcherklärt. Ach, ja, stimmt. Ja, da wollen wir jetzt mal nicht lügen. Ja. Ja, und dann. Das ging alles von meiner Übungszeit ab, am letzten Übungstag. Der Tag, an dem man übt. Ja, musste ich mit dir Zelda durchgehen. Naja, du hast es ja auch visualisiert dadurch, ne? ich kannte das ja. Und dann bin ich Dritter geworden in Zelda. Ja, Schweinerei. Ich bin halt auch ein schneller Lerner, ne? Naja, war ja eh egal, hat sich ja eh nicht gelohnt, ne? War das Zweite? Das war das Zweite, ja. Ja, nur den Ruhm, ne? Nur den Ruhm. Ja. Da haben wir das alles noch für Ruhm und Ehre gemacht. Soll nur keiner zu sagen, wir haben das fürs große Geld gemacht? Das stimmt am Ende ja gar nicht. Ja, beim ersten Mal ja schon. Beim ersten Mal ist ja auch alles okay.
Ja. Ich hätte auch beide Races gemacht für das erste Geld, von daher passt schon, aber... Ja, ja, haben wir ja auch. Und ich sag auch, gewinnen hat trotzdem Spaß gemacht. Ne? Ja, klar. Da war ja einfach ein guter Player. Ja, Leute, und dafür übe ich heute wieder, ne? Für sowas. Muss ich wieder ran. Ne, jetzt am Samstag ist wieder soweit. Ich habe mich nicht eingeladen, aber. Du warst zu der Zeit auch gar nicht in den Games oder mit irgendwas vertreten. Aber ich bin der Titelverteidiger, ne? Na. Ja, wir wollen uns ja auch distanzieren vom Alten. Ne? Ja, ich weiß. Nein, die Leute mögen mich auch nicht. Ist auch alles okay. Ich war auch komplett offline. Nein, nicht komplett, aber ich war ja komplett raus aus dem ganzen Gaming. Du warst komplett raus, ja. Deswegen macht ihr das mal. Ich wünsche euch ganz viel Glück. Und dann ist ja auch gut eigentlich, ne? Also. Als das geplant wurde, da hatten wir noch nicht mal hier das hier gemacht und so. Ne? Also, ja, ich weiß. Ja, nein, deswegen. Nicht mal im Ansatz. Ich hätte, wenn ihr mich damals gefragt hättet, hätte ich auch nicht mitgemacht. Also. Siehst du. Ne, das sollte jetzt einfach nur Wall und Sprich sein. Oh mein Hate. Kleine Hate. Ne? Und es ist ja auch so, wenn ich nicht mitmache, wird es ein bisschen spannender um den Sieg. Ja, weil ja, gucken wir mal, ne? Wobei die Frage ist, ob irgendjemand dich contesten kann jetzt, ne? Ja, gibt's leider. Die Frage ist eher, ob ich eine Chance habe für den Sieg. Warum? Ja, das ist zu gut. Soll ich dir irgendwie helfen, oder? Nee, kannst du nicht. Aber mal gucken, ich krieg das schon hin. Wir werden mein Bestes geben, ne? Das ist klar. Das hoffe ich doch. Ja. Ne? Du bist zweimal ganz knapp Zweiter geworden. Also ja, mir wäre natürlich lieber gewesen, Ricky hätte mitgemacht stattdessen. Ach, Noss ist nachgerückt. Ja. Ricky konnte also, dann nicht mehr. Ja, weil, ja gut, ihr werdet's. Ja gut, der Noss macht selber schuld, wenn ihr euch einen Noss reinholt, ne? Ja, wollte ja sonst keiner, ne? Es wurden Leute angefragt, niemand wollte. Keiner ist so doof. Und will die ganzen Spiele üben. Macht Sinn. Die machen auch keinen Spaß. Ja. Ja, ist, ihr macht Cuphead Welt 2, ne? Digga, Welt 2. Ja, hätte ich auch gar keinen Bock drauf. Nee, hab ich auch nicht. Macht ihr nicht auch zweimal Cuphead? Ich hab, glaube ich, noch nie die zweite Welt in meinem Leben geschafft. Ich auch nicht. Ich hab die noch nie angefangen. Ich schaff diesen scheiß Drachen sowieso nicht. Ich habe nur die erste Welt gespielt für den Race. Sonst habe ich nur die Cuphead gespielt. Ist auch ein Scheißspiel. Ich hasse Cuphead. Ja, ist auch ein Scheißspiel. Es ist richtig scheiße. Ein beschissenes Spiel Cuphead, ey. Wenn ihr das gut findet, was ist los mit euch? Warum findet ihr das gut? Es ist so langweilig, einfach jeder Boss. Es sind nur Bosse und dann dauern die immer 5 Minuten, immer das Gleiche machen. Und es ist so ermüdend, Alter. Es ist wie eine Zwischensequenz gucken. Ja, und dann diese saudämlichen Level da. Ja. Die sind halt noch schlimmer. Genau. Ja. Gibt's davon mehr in der zweiten Welt oder was? Da muss auch wieder 2 von machen, ne? Aber die sind dann noch viel schwieriger als im ersten. Oh Gott. Ja. Ja, hör mir auf. Das wird auch noch eine große Freude für mich bis Samstag. Mal gucken. Oder ich lebe einfach damit, dass ich verliere, ne? Das ist vielleicht auch eine Möglichkeit. Konzentrier dich auf die Dinge, die du gewinnen kannst. Ja, aber ich muss Cuphead ja wenigstens mal einmal gespielt haben. Nicht, dass es so lange geht, bis jeder die zweite Welt durchgespielt hat. Und ich dann 8 Stunden an Cuphead sitze. Das kann ja nicht. Das wollen wir nicht. Wär ja schon gut, dann würdest du den anderen sehr viel Stamina klauen. Ja, mir auch. Ich wäre danach ein seelisches Wrack. Ja, das stimmt, ja. Ich komme ja immer gut damit klar, wenn ich so stundenlang reinscheiße, das ist für mich gar kein Problem. So bin ich bekannt. Ach, ja. So ist das, Leute. So ist das. So ist das Leben. Weißt du, was auch belastend ist, dass ich jetzt schon überlege, was packe ich aufs Thumbnail? Und wir haben einfach noch nichts geredet, was man wirklich Thumbnail-technisch verarbeiten kann. Ich mache dir wieder so ein Bild wie mit der Fanta, mit meiner Pringles-Dose und dann schreibst du der große Fall von Cornelius. Oh, top, Cornel. Ja, kannst du die Milka da auch noch mit ins Bild halten? Ja, die habe ich nicht gegessen. Ich kann noch Twix. Ist doch egal, das spielt doch keine Rolle, was du gegessen hast. Hauptsache, du packst viele Sachen. Nein, die Leute, die nur das Thumbnail sehen, denken, ich habe die gegessen. Ich halte noch die Twix. Digga, ich habe gestern oder vorgestern hab ich ein Video gesehen. Ja, ich habe vorgestern ein Video gesehen. Da war der Titel irgendwie... werden KIs machen Let's Plays
Ja? Und das war ein 20-Minuten-Video und ungefähr 7 Sekunden wurde einfach kurz gesagt, boah, das wäre voll witzig, wenn eine KI das Let's Play machen würde, oder? Die könnte dann auch voll viel machen. Ende. Das war das Thema. Hä? Mehr wurde darüber nicht geredet. Das war Thumbnail und und Titel. Ja, also ja. Kannst du auch die Milka ins Bild halten. Ja, aber dann denken Leute, ich habe die gegessen. Das will ich das, nicht. Aber im Video erfahren sie ja, dass du es nicht gemacht hast. Ja, aber das guckt ja nicht jeder. Nee. Aber die Döner kannst du ja auch nicht mehr ins Bild halten, Korne. Ja, Simo, dafür muss man den Faden gucken. Ne? Na gut, das reicht aber auch. Ich nehme die Pringles und die Twix-Verpackung. Okay. Tatsächlich hatte ich gestern auch eine Dose Pringles, aber ich habe nur zweimal reingegriffen. Also die ist noch mehr als dreiviertel voll. Welche Sorte? Ja, welche wohl? Hellgrün, ne? Sour Cream mit Onion, klar. Ja, gibt's bei mir im Edeka ja nicht mehr, ne? War gestern in einem anderen Laden, da dachte ich mir, komm, nehme ich mal Pringles mit, aber Edeka führt die halt seit Wochen nicht mehr. Keine Ahnung. Wobei ich ja tatsächlich sagen muss, ich habe die ja jetzt gegessen und irgendwie fand ich die sehr lasch gewürzt irgendwie. Das ist auch irgendwie immer ein Glücksspiel, je nachdem, was man für eine Dose hat, habe ich das Gefühl. Manchmal sind die krasser gewürzt. Ja, mal hat man eine gute Dose, mal hat man eine schlechte. Als wenn da so eine Frau da sitzt und die selber per Hand alle würzt und mal hat sie einen guten Tag, mal hat sie einen schlechten. Was ist da los bei Pringles, ey? Ja, vielleicht machen die das so. Ach, wollen nur Frauen arbeiten bei Pringles? In der Chefetage arbeiten bestimmt noch ein paar Männer. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Und jetzt setzt sie hinten. Müssen und halt den Mund. Müssen wir mal klären. Vielleicht arbeite ich auch irgendwann bei Pringles. Wer weiß. Jo, wir müssen eigentlich in der Qualitätssicherung arbeiten. Qualitätssicherung von Pringles. Geh da an den Tisch, also, du würdest nicht gut. Ich habe sehr viel Kompetenz, was so diese Richtung angeht. Ich kann dir sagen, ob das ein guter Pringle oder ein schlechter Pringle ist. Ich kann das vielleicht nicht, aber ich könnte die scharfen Pringles ja alle gar nicht essen. Alles viel zu scharf. Verbrenne ich mir mein München, das geht nicht. Nein. Ja. Junge. Oh. Kann man nur. Ist ja so. Wie kann man nur? Nee. Aber heute koche ich mir 250 Gramm Nudeln mit 6 Eiern und Champignons. Das wird, glaube ich, mein Mittagessen. 6? 6 Eier? Cornel, bist du sicher, dass du das überlebst? Darf man 6 Eier essen auf einen Schlag? Ja, darf man. In Nudeln sind ja auch Eier, das darfst du nicht vergessen, ne? Ja. Ja, du weißt, wie das ist. Wenn du morgen tot bist, schiebe ich das auf die Eier, das ist klar, ne? Dann würde ich sagen, der ist an Eivergiftung gestorben. Ich hab schon ganz oft 6 Eier gegessen, keine Sorge. 6 Eier finde ich auch echt viel. Also ja, ein Ei hat ungefähr 80 Kalorien, das heißt, das sind so 500 Kalorien. Das ist auch schon sportlich. 250 Gramm Nudeln sind 900 Kalorien, dann 1400. Und dann esse ich vielleicht noch einen Quark. Die Champignons kann man ja kaum zählen. Ne? Ja, und dann esse ich vielleicht noch einen Quark und dann habe ich meine 2000 Kalorien knapp. Aber du isst ja bestimmt noch was anderes an dem Tag, oder? Nö, meistens esse ich immer nur. Nö, also eigentlich. Okay, meistens ist halt auch immer arschviel. Ne? Das ist, also, wenn ich sowas mache, dann mache ich mir halt so eine Spaghetteria-Packung. Die hat dann, weiß ich nicht, 600, 700 Kalorien. Ja. Und dann mache ich mir, wenn es ganz crazy ist, mache ich mir 3 Spiegeleier. Aber in der Regel nur 2. Bin eher ein 2 Spiegeleier-Typ. Ja, bei gebratenen Nudeln ist ja das Ding, wenn du die Eier machst, du machst ja so. Ja, die machst du einfach durch, aber du isst sie ja trotzdem komplett. Die sind ja trotzdem da. Ja, natürlich, aber das Geile, also wenn ich nur 3 Eier nehme, könnte man theoretisch auch, ne, ich nehme nicht immer 6 Eier. Wenn ich jetzt noch Putenbrust dabei hätte, würde ich logischerweise keine 6 Eier nehmen, ne, das ist ja logisch, aber. Logisch. Ich hab ja keine Putenbrust heute und ich gehe nicht einkaufen und hol mir welche, also so Putengeschnetzeltes. Dementsprechend nehme ich dann halt ein bisschen mehr Eier. Wenn ich jetzt Putenbrust noch hätte, würde ich halt wahrscheinlich 2 oder 3 Eier nehmen. Ja. Und ich mag das halt bei gebratenen Nudeln. Also, ne, machst halt Nudeln, dann backst du in eine Pfanne und dann machst du halt die Eier drüber. Und ich mag das halt, wenn die dann so richtig viel Ei auch an sich haben. Das ist halt mega lecker. Und dann richtig viel Pfeffer und ein bisschen Paprikapulver und dann geil. Dann ist es auch richtig schön scharf, wenn du es isst. Kannst du auch mal Sriracha-Soße oder so besorgen, ne? Nee, ich will keine Soße. Soßen haben wieder
Ich habe noch Ketchup mit 40 Kalorien auf 100 Milliliter. Dann haben Sie Ratscha, weil ich habe eine Sriracha gerade hier stehen. Falls der kleine Durst kommt. Man halt immer da, ne? Ne, Sriracha würde ich jetzt tatsächlich sagen, 100 Milliliter haben 139 Kalorien. Boah. Und ich sag dir mal so, ne? Das ist so scharf, dass du da vielleicht in so ein Essen packst vielleicht 10 Milliliter oder so. Ja, gut. Ne? Also das könntest du, und das geschmacklich ist das richtig krank. Also das bringt richtig was. Das kann ich euch gar nicht. Also, kennst du nicht? Ist eigentlich weltbekannt. Aber wenn ich da jetzt einfach so einen kleinen Spritzer reinmache, dann verteilt sich das auch. Also, nee, dann musst du schon vernünftig verrühren. Ja, yeah, meine ich ja. Also, wenn ich das dann in eine Pfanne mache. Ein kleiner Spritzer ist auch, du kannst da schon ein bisschen so, ne? Aber. Bis du 100 Milliliter weg hast, dauern, selbst wenn du jeden Tag was davon frisst, dauert eine Woche oder länger. Also, ja, wenn man nur so wenig davon nimmt, ja, dann ist es ja in Ordnung. Und selbst die 100 Milliliter haben ja tatsächlich nicht viel. So, Leute, aber erzählt mal auch eure beste, ihr kennt alle Sriracha wahrscheinlich und fresst das fast täglich. Habe ich noch nie gegessen. Wünsche ich euch einen wunderschönen Sriracha-Tag und erzählt uns eure besten Sriracha-Geschichten in den Kommentaren, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal Diddy Kong Racing Abenteuer 2. Wir freuen uns auf euch. Bis dann und ciao. Tschüss. Tschüss.